Da habe ich hinsichtlich des Aufenthaltes in Bellaria noch was vergessen. Unter den Bewachungsmannschaften waren auch einige deutsche Deserteure, die sich auch sehr schäbig benahmen. Wiederholt stellten wir fest, dass diese Feiglinge unsere Verpflegung unterschlagen haben. Als mehrere von den Kriegsgefangenen einige von den Deserteuren erkannten, die Kameraden oder sogar Brüder gefoltert und umgebracht hatten, wurden diese aktiv. Die englische Lagerleitung zusammen mit der deutschen Lagerleitung wurde gebeten, diese Deserteure zu verlegen, aber das wurde abgelehnt. Eines Nachts fand man dann einen der Deserteure ertränkt in einer frei ausgehobenen Toilette. Auch kam mal nach Tarent eine Gruppe des Roten Kreuzes aus Genf, um sich das Lager anzusehen. Sie fanden alles in Ordnung. Wir konnten nichts dagegen tun, jedoch weiter schimpfen taten wir schon. Das Einzigste und Lustigste am Lagerleben waren die sogenannten Scheißhausparolen. Das ging so. Beim erhöhten Podest waren die Toiletteneimer und beim Sich-Entleeren wurden Parolen verbreitet, die rein erfunden waren. Nun wurde geprüft, wie lange es dauert, bis diese Gerüchte das letzte Lager erreichte. Es lagen hier in Tarent ca. 50.000 bis 60.000 Soldaten in mehreren Camps. Es dauerte oft keine 5 Minuten. Da hat man nur gestaunt. Um meine karge Verpflegung aufzubessern, nähte ich aus zeltbaren Hosen und schnitzte Brettspiele wie Mühle und Dame, auch ein Schachspiel. Im Lager wurde alles getauscht, leere Dosen, Essen, Zigaretten, Klamotten und so weiter. Auch hier gab es einige, die noch einen Rucksack mit wertvollem Inhalt hatten, aber bald waren die, genauso wie wir, arme Kirchenmäuse. Post durften wir auf vorgedruckten Formularen nach Hause schicken, aber in Thüringen kam nur ein Brief an und in Braunschweig nur 2 Briefe. Im Laufe der Monate wurden die Kameraden aus den Westzonen nach Hause entlassen, nur wir aus der Ostzone mussten bleiben. Von Tarent aus wurden wir nach Bari verlegt, wo wir in einer Art Arbeitslager waren. In Bellaria und Tarent waren Stacheldrahtzäune um die Lager und in geringen Abständen ein Hochsitz für die Bewacher. Auch waren oft 2 Zäune, dazwischen lief ein Hund. In Bari lagen wir in Baracken und konnten uns ein wenig freier bewegen. Einige Bastler fertigten sich kleine Radios an, so mit Kupferdraht und einer Rasierklinge. An der Küste von Bari war es im Februar sehr kalt und jeder hatte nur eine Decke. Eins hätte ich bald vergessen. Zu Weihnachten bekamen die katholischen Soldaten eine Decke, Zigaretten und Wein. Wir evangelischen Soldaten bekamen gar nichts. Anlässlich eines Gottesdienstes mit einem Kardinal aus Münster, Graf von Galen soll es gewesen sein, trugen wir das dem Kardinal mit den Weihnachtsgeschenken für Katholiken vor. Da war er aber sehr entsetzt und sorgte wohl dafür, dass wir wenigstens noch eine Decke erhielten. Wenn die Engländer oder Neuseeländer morgens fragten, wer ist Tischler, Maurer und so weiter, dann meldeten wir uns oft und meistens schafften wir es, das, was man von uns verlangte, auch herzustellen. Zeitweise war ich im Straßenbau eingesetzt und wer den schweren Presslufthammer betätigte, bekam extra Keks und Zigaretten, so habe ich das dann auch gemacht. Danach mussten wir Mulis und Pferde pflegen, das ging uns leichter von der Hand. Allerdings aßen wir den Tieren oft ihre Verpflegung weg. Das waren so braune Schalen, die aber sehr süß schmeckten. Morgens ritten wir oft mit einem Schotten durch italienische Dörfer. Jeder hatte zu seinem Reitmuli noch rechts einen angebundenen und mit Galopp und Geschrei, die Mütze schwenkend, ritten wir durch die Dörfer. Die Italiener schrien, die Kosaken kommen und verließen fluchtartig Straßen und Felder. Auch führten wir oft die Pferde aus und ritten ohne Sattel über die Felder. Um das englische Pferdeblut reinzuhalten, hat man damals alle Pferde getötet. Dagegen wurden die Mulis nach Griechenland eingeschifft. Das war recht lustig. Jeder von uns bekam 5 Mulis und die wurden zum Hafen gebracht. Aber unterwegs tauschten wir mehrmals unsere dicken und fetten Mulis gegen armselige und magere von armen Bauern aus, Dafür bekamen wir Zigaretten oder auch Lire. Das sah vielleicht grotesk aus, 4 dicke Mulis und ein Dürrer dazwischen. Ein englischer Offizier hat das wohl mal gemerkt und wollte einen Kameraden, der völlig unschuldig war, mit der üblichen Reitgerte schlagen. Aber da schob einer von uns ein Muli dazwischen und der Offizier fiel ins Wasser. Der Offizier wurde dann nicht mehr von uns gesichtet. Die Bürsten zum Reinigen der Tiere ließen wir oft verschwinden, benutzten sie dann zum Schuheputzen oder verscheuerten sie. Einem Transport für die weiblichen Angestellten der Tommys statteten wir mal einen Besuch ab und verkauften die Klamotten den Italienern. Bei einem Fußballspiel, Engländer gegen Italiener, durften wir zuschauen. Wir schrien immer Forza Bari, also vorwärts Bari. Leider gewannen die Engländer. Auf dem Heimweg suchten wir gegen Kekse eine Mädchenstraße auf und amüsierten uns köstlich. Man gönnt sich ja sonst nichts. An einem sonnigen Tag wurden wir ins Meer geführt, wo wir uns einmal gründlich gewaschen haben. Am Strand spielten behinderte Kinder und wir erfreuten sie mit Keksen, die wir oft bei uns hatten. Die hatten wir immer dabei wegen der Mädchenstraße. Ach, da fällt mir noch ein, dass ich in Gotha sogenannte Schwerstbehinderte betreut habe. Die Kameraden waren teilweise dadurch entstellt, dass sie kein Gesicht mehr hatten, aber alles andere am Körper war okay. Einige hatten keine Augen und viele konnten nicht mehr hören. Das war an und für sich eine traurige Betreuung, zumal viele dieser Kameraden als vermisst gemeldet wurden, weil sie in diesem Zustand niemand sehen sollte. Mit einigen Taubstummen morste ich auf den Händen und siehe da, einige verstanden mich. Mit den Blinden konnte man ja sprechen. Wie kleine Kinder nahmen wir diese Kameraden an die Hand und führten sie im Lazarettgarten aus, wofür sie immer sehr dankbar waren. Obwohl man das Lachen nicht mehr sehen konnte, fühlte man aber, dass sie sich dennoch wohlfühlten. Wieder zurück nach Bari. Einige Offiziere der Neuseeländer fragten uns bei ihrer Rückkehr in die Heimat, ob wir ehemalige Fallschirmjäger nicht Lust hätten, mit ihnen in ihre Heimat zu kommen, wo wir sicher später als freie Bürger leben könnten. Dieses Angebot war recht schmeichelhaft, aber bis auf einen lehnten wir anderen es ab. Besonders 2 Ärzte, also ein Zahnarzt und ein praktischer Arzt, waren ganz versessen auf ein Mitkommen von uns, aber wir sagten ihnen, dass wir Deutschland wieder aufbauen wollten. Das sahen sie dann auch ein. Apropos Zahnarzt, da fällt mir noch was ein. Anfangs in Bellaria hatte ich furchtbare Zahnschmerzen und ging in die Sanitätsstube. Ein englischer Zahnarzt sah sich meine Zähne an und meinte, die Weisheitszähne müssen raus, aber wie, denn ich habe kein Betäubungsmittel mehr. Lange Rede, kurzer Sinn, er entkorkte eine Flasche Gin, einen trank er, einen trank ich und so weiter und so weiter. 4 Kameraden hielten mich fest und im halb betrunkenen Zustand, also der Arzt und ich, wurde ich meine Zähne los. Solange ich in Bellaria war, klönte ich oft mit dem Arzt. Er hatte Heimweh nach Frankfurt und wurde im Offizierschor der Alliierten als Jude nicht anerkannt. Wir hatten beide voneinander eine gute Meinung und das tat uns auch gut. Von Bari aus wurden wir nach Mestre bei Venedig verlegt und kamen dort wieder in ein Arbeitslager, das aber eingezäunt und bewacht wurde. In Mestre lagen wir in riesigen Baracken, bekamen jeder eine Schlafkoje mit Decken, einen Waschraum und einen Toilettenraum. Die gab es auch, aber nur einen kleinen Aufenthaltsraum. Zuerst wurden wir im Raum im Triest eingesetzt. Um diese Stadt herum stänkerte Tito und wollte Triest besetzen. Amis und Tommys schickten Panzer und Truppen hin und boten ihm so Paroli. Wir durften als Hiwis, also Hilfswillige, mit dem POW, also Prisoner of War, auf dem Rücken die Drecksarbeiten verrichten. Zuerst mussten wir Artilleriemunition verladen, dafür bekamen wir extra Verpflegung und auch Zigaretten. So englische Rundbaracken mussten wir mit Khaki-Farbe streichen. Dabei ist mir mein Malheur passiert, aber eigentlich ohne echtes Verschulden. Ein britischer Soldat aus Coventry hatte durch deutsche V1 und V2 seine Angehörigen verloren und war nicht gut auf uns zu sprechen. Als ich auf einer Leiter stand und die Decke mit Kalkfarbe strich, wollte er mich wohl von der Leiter stoßen, aber stattdessen fiel der Eimer mit Khaki-Farbe direkt auf seinen Kopf. Der arme Kerl fluchte furchtbar und seine Kameraden lachten ihn auch noch aus. Ich nahm den Eimer von seinem Kopf und führte ihn zum nächsten Brunnen, säuberte seinen Kopf, besonders die Augen, und entschuldigte mich bei ihm. Er war so perplex, dass er nicht wusste, was er nun machen sollte. Ich gab ihm einfach die Hand und sagte, okay. Er schaute mich ernst an und sagte schließlich, okay. Auf einem alten Dampfer vor Venedig mussten wir eine Zeit arbeiten, Rost beseitigen und die Außenwände streichen. Das war aber nichts für mich. Als ich auf der Bekleidungskammer eingesetzt war, fuhr ich oft mit der Kolonne mit, die Sachen zum Hafen verbrachten. Auf dem Wege dorthin stiegen oft Italiener zu, und während der Fahrt wurden Dieselfässer, Zelte und Benzinkanister abgeladen. Die englischen Fahrer taten so, als ob sie nichts merkten, nahmen aber das Geld selbst in Empfang, so konnte man sie schwer belangen. Wir bekamen dafür Zigaretten und Wein, auch einige Lire. Wir kauften uns dafür Uhren und Zigaretten, auch mal Wein, und nannten die Sachen Truman-Spende oder Churchill-Glimpsstängel. Auf einer deutschen Siebelfähre transportierten wir nach Venedig einige Tonnen gute Bretter. Ein Kumpel von mir dirigierte den englischen Markt in einen Seitenkanal, wo wir an einem Platz anhielten, die Bretter innerhalb weniger Sekunden entleerten und wieder zurückfuhren. Der Tommy war sprachlos, nahm aber das Geld an. Als Lanzer waren wir uns strafrechtlich keiner Schuld bewusst, wir nannten das Organisieren und hielten das für rechtens, zumal man uns ja für unsere Arbeit nicht entlohnte. Bei der weiteren Arbeit in der Bekleidungskammer kam der englische Feldwebel auf den Gedanken, dass ich doch jeweils neue Schuhe anziehen solle und dann mit den alten Gurken tauschen solle. Gemacht, getan, ich kam dann mit Schuhen an, die das Wort Schuhe nicht mehr verdienten. Es brachte aber immer einige Lire ein, und darauf war der Engländer scharf. Eine Hand wäscht also immer die andere. Erste Flucht. Die Gefangenschaft hing mir langsam zum Halse heraus und machte mich rasend. Von zu Hause kam nichts. Nur Tante Ida und Onkel Walter schrieben, dass ich bei einer eventuellen Entlassung kommen könne. So plante ich die Flucht, sammelte Kekse, Tabak, besorgte mir eine Feldflasche und einen Rucksack. Ein wenig Geld in Form von Lire hatte ich auch noch. Kurz entschlossen fragte ich meinen Bettnachbarn, ob er mitkommen wolle. Als er zustimmte, machten wir uns etwa im Mai 1946 auf die Socken. Durch ein Loch im Zaun kamen wir ungehindert heraus. Einige Kilometer liefen wir in Richtung Treviso und fuhren per Anhalter vorerst bis Splimbergo. Dort stiegen wir um und fuhren bis Tolmezzo. Hier krochen wir bei Italienern unter und fragten, wie man am besten über die Berge und über die Grenze komme. Da kamen einige Bergführer zusammen und machten eine Skizze, wie und wann wir gut über die Berge kamen, denn Finanzer kontrollierten ja die Grenze. In der Nacht kamen wir über Colina bis zum Volaia-See. In einer alten Stellung des Ersten Weltkrieges verkrochen wir uns und gingen dann in ein Haus am Pass, wo innen eine große Uhr tickte. Uns wurde Angst und Bange, aber niemand war darin. Wir rutschten hinter dem See eine lange Böschung hinunter, hier lag ja noch Schnee. In einem eiskalten Bach gelangten wir in die Nähe von Birnbaum, Kärnten. In den Morgenstunden klopften wir an eine Haustür und eine ältere Frau öffnete und fragte nach unserem Begehr. Wir baten, uns ausruhen zu dürfen und um etwas zu essen. Als sie erfuhr, dass wir aus Kriegsgefangenschaft ausgerissen sind, wurde sie sehr schnell freundlich und sagte, wir müssen uns ausziehen, damit sie die Sachen trocknen könne. Wir bekamen Brot und Schinken zum Essen und gingen schlafen. Vorsichtig fragten wir noch, ob sie uns auch nicht verraten würde. Da antwortete sie, dass wir ungewollt eine Probe bestanden hätten, denn die scharfen Hunde vor der Tür hatten unser Kommen nicht angezeigt, und das war für sie ein gutes Omen. Am nächsten Morgen waren unsere Klamotten trocken. Wir wurden gut verpflegt und bekamen noch etwas mit und verabschiedeten uns am Abend mit Vergelt's Gott und einem herzlichen Dankeschön. Die Frau hatte noch 2 Söhne, die auch in Amerika in Gefangenschaft waren. So hatten wir großes Glück. Wir gingen über die Berge in Richtung Ossiacher See, schliefen in einem Heuschober, tranken unterwegs gutes Quellwasser und waren gerade am See angekommen, als wir von mehreren Gendarmen eingekesselt und festgenommen wurden. Bei dieser Flucht hatten wir noch unsere deutschen Soldbücher bei uns und konnten uns so ausweisen. Wir hatten also kein Glück gehabt und wurden ins Gefängnis nach Villach eingeliefert. Hier kamen wir in eine Zelle, wo ein Ustascha-Häuptling, ein Raubmörder und nun wir einquartiert waren. Auf wundersame Weise wurden wir mit Zigaretten, Wein und Brot fast verwöhnt. Einiges kam von draußen und wurde mittels einer Schnur nach oben befördert. An den Rohren wurde gemorst und so gelangten die neuesten Nachrichten überall hin. Wir beschwerten uns beim Gefängnisdirektor, dass wir als Kriegsgefangene wieder dem Engländer übergeben werden sollten. Nach einigen Tagen kamen Engländer mit einem Jeep und brachten uns nach Feldkirchen. Hier konnten wir uns verhältnismäßig frei bewegen und es wurde gemunkelt, dass wir nach Deutschland transportiert werden würden. In diesem Lager waren ca. 30 deutsche Soldaten, die alle aus Kriegsgefangenschaft ausgerissen waren, darunter auch einige mir bekannte Fallschirmjäger. Nach ca. 3 Wochen wurde plötzlich unser provisorisches Lager von ca. 100 englischen Soldaten umstellt und wir wurden in Eisenbahnwaggons verladen. Unterwegs hatte ich wiederholt versucht, aus dem Waggon zu springen, zumal wir durch Südtirol fuhren und hier die Möglichkeit bestand, unterzutauchen. Ich hatte jedoch um mein Bein große Angst, da es schmerzte. Am Schluss des Krieges hat meine Kumpels mir oft einen Strick um den Bauch geschlungen und mich den Hügel hinaufgezerrt. Also sprang ich nicht. In Rimini kamen wir in ein Straflager und dort wurden wir von einem englischen Major zu 28 Tagen Straflager verknackt. Wir mussten Löcher ausheben und wieder zuschaufeln und das meistens in der Mittagssonne. Beim Zählappell mussten wir 1 Stunde in der Sonne schmoren. Im Lager waren von den Arbeitseinheiten Schwarzmarkthändler dabei, die ebenfalls eine Strafe absitzen mussten. Es gab dort eine erbärmliche Suppe und Brot als Verpflegung. Aus dem normalen Gefangenenlager wurden wir mit Zigaretten und Brot versorgt. Das war recht lustig anzusehen. Auf einer Wippe hatten sie die Sachen gelegt und zu uns hinübergeflippt. Alles wurde brüderlich geteilt und der letzte Zug einer Zigarette wurde mit einer Nadel getan. Die meisten Verurteilten aus den Arbeitseinheiten kamen wieder zu ihren alten Kameraden zurück. Nachdem wir unsere 4 Wochen abgebrummt haben, wurden wir wieder ins normale Gefangenenlager gebracht. Die Mitverurteilten hatten zugesagt, uns bei der erstbesten Gelegenheit aus dem Lager zu schmuggeln, und die kamen bald. Eines Tages kam ein bekannter Kumpel und holte Lagermüll ab. Dabei versteckten wir uns in einer leeren Tonne. Durch die Lagerkontrolle kamen wir gut durch und in der Arbeitseinheit versteckte man uns. In der Adria habe ich dann noch richtig gebadet und mich wieder langsam auf die nächste Flucht vorbereitet. Das war im August 1946. Die zweite Flucht. Nachdem wir uns durchgefuttert hatten, bekamen wir Tabak, eine Feldflasche mit Inhalt und etwas Essbarem für die Flucht. Übrigens, den Tabak nannten wir Bajolios, letzte Rache. Er schmeckte scheußlich, überbrückte aber die Langeweile. Ich hatte mir nun einen neuen Kumpel für die Flucht angelacht. Er war ein Draufgänger und während des Krieges als Spion in der Türkei und in Tunis eingesetzt. Er war keineswegs zimperlich. Mit gefälschten Reisepapieren der Arbeitseinheit gelangten wir mit einem britischen Konvoi bis hinter Treviso. Dort nahmen uns Angehörige einer anderen Arbeitseinheit bis nach Colina mit. Auch diesmal ging es wieder über den Volaia-Pass bis nach Birnbaum, aber davor wurden wir durch Zollbeamte durch Felder und Wiesen gejagt. Sie riefen immer wieder hinter uns her, »Heil stehen bleiben, Zoll!« Hans Lange kam mit einem der Zollbeamten ins Gedränge und dieser fiel dann von einer Brücke. Hinter den auf den Wiesen und Feldern arbeitenden Bauern kamen wir beide wieder zusammen, reihten uns in eine Hochzeitsgesellschaft ein und entkamen so den Häschern. Der Bräutigam war im Kriege bei Cassino als Gebirgsjäger eingesetzt und so hatten wir gleich Gesprächsstoff. In der Nacht wurden wir auf eine Sennhütte gebracht und von dort aus liefen wir bis Oberdrauberg, wo wir bei einer Förstersfrau, deren Mann auch noch in Gefangenschaft war, für eine Nacht unterkamen. In Döllach machten wir wieder kurz bei der Krankenschwester vom Fallschirm-Mega Lazarett kurz Quartier und liefen in der Früh über Winklern bis nach Heiligenblut. Bergführer macht uns hier eine Fluchtskizze über die hohen Tauern und über den Weißbachschatten gelangten wir durch menschenleere Schluchten in 2 Tagen in die Gegend um Zell am See. Eine junge Frau gab uns zwar etwas zu essen, aber plötzlich sahen wir durchs Fenster vom Marktplatz her 2 Gendarmeriebeamte auf das Haus der Frau zukommen. Wir machten uns durch eine Hintertür aus dem Staub und konnten die Ordnungshüter leicht abhängen. Hinter Saalfelden trennten wir uns, weil Hans nicht mit über die Berge wollte. Wir verabredeten uns aber für den übernächsten Tag um 11 Uhr in der Nähe des Bahnhofs Berchtesgaden. Ich kletterte über das steinerne Meer in der Watzmann-Familie herum und gelangte zuerst in eine Wanderhütte, wo mehrere Bergwanderer Quartier gemacht hatten. Wir teilten uns das spärliche Essen und am Königssee vorbei gelangte ich nach Berchtesgaden. Und nun kommt das Wunder. Der Hans stand außerhalb des Bahnhofs und lachte. Es war gegen 11 Uhr. Ein wenig Geld hatten mir die Leute in der Wandererhütte gegeben und so marschierten wir schnurstracks in ein Restaurant. Wir hatten einen unheimlichen Hunger. Wir hatten kaum Platz genommen, da wurden wir von einem Kellner als dreckiges Lumpenpack bezeichnet und aufgefordert, den Raum zu verlassen. So hatten wir uns den Empfang in der Heimat nicht vorgestellt. Aber denkste, zu dieser Zeit, August 46, warteten viele Mütter und Frauen auf ihre Jungens und Männer, die sich für zu Hause aus Richtung Süden angesagt hatten. Alle wollten sie aus Italien über die Berge. Das weibliche Geschlecht kreiste den Kellner ein, beschimpfte ihn und drohte ihm Schläge an. Wir bekamen Lebensmittelkarten geschenkt und konnten uns nun wenigstens etwas Essbares bestellen. Das Essen war nicht toll, aber wir wurden satt. Auf der Toilette machten wir uns ein bisschen sauber und dann mussten wir erzählen, ob wir noch andere Soldaten in den Bergen getroffen hätten. Wir erzählten von unserer Flucht und dass bei mir schon einmal so eine Flucht gescheitert sei. Ein älteres Ehepaar meinte, dass in Dachau ein Entlassungslager der Amis sei und wir uns sofort dort melden sollten. Sie kauften uns Fahrkarten, aber bis Dachau wurden keine ausgestellt. Und so mussten wir teilweise schwarz fahren und im Zug mauschelten wir uns recht und schlecht durch. Als eine Armeestreife und ein Bahner durchgingen, gingen wir nach draußen und duckten uns. Es ging aber gut. In Regensburg meldeten wir uns beim Flüchtlingsamt der Stadt und der zuständige Sachbearbeiter gab uns den Rat, uns als jugoslawische Gefangene auszugeben, denn dann hätten wir eine größere Chance, von den Amis entlassen zu werden. Wir erhielten eine diesbezügliche Bescheinigung mit Stempel und so weiter und dann machten wir uns auf den Weg ins Gefangenenlager. Aufgrund unserer Bescheinigung wurden wir gleich in das Entlassungslager verlegt, wurden dort eingehend befragt und erhielten den Entlassungsschein D2. Das war das wichtigste Papier für ehemalige Soldaten nach dem Kriege. Wir bekamen noch Marschverpflegung, eine Decke, eine Amijacke, Strümpfe und ein Hemd. Mit dem Zug ging es nach Braunschweig. Unterwegs half ich einer jungen Frau, ihren Koffer mit Lebensmitteln durch die Kontrolle zu schmuggeln. In der Händlerstraße 46 wurde ich von allen herzlich willkommen geheißen. Ich half mit beim Wiederaufbau des Hauses und beim Neubau des Stalles. Beim Schlafen wechselte ich mich mit Margret oft ab und schlief oft in der Stube auf dem Sofa. Mit dem Anmelden und der Arbeitssuche geriet ich in einen Teufelskreis. Die einen forderten den Nachweis einer Arbeitsstelle und die anderen den Nachweis eines Wohnsitzes. Schließlich wurde ich beim Arbeitsamt gefragt, ob ich zur Polizei oder in die Kohlengrube gehen wolle. Da wählte ich natürlich die Polizei. Beim Ordnungsamt hatte ich noch Theater mit dem zuständigen Beamten, den ich zufällig aus dem Lager in Italien kannte. Der beschimpfte mich als Nazischwein. Ich war ganz sprachlos und sagte nur, das stimmt doch nicht. Dann wies ich darauf hin, dass er doch im Gefangenenlager noch mit erhobenen Hand gegrüßt hätte und nicht ich. Da schrie er dann wie ein Wilder. Eine alte Frau sagte dann zu den umherstehenden ehemaligen Soldaten, verkloppt den Idioten doch, was wir dann auch taten. Er flüchtete nach draußen und rief, Polizei, Polizei. aber Gott sei Dank war er wohl auch bei seinen Kollegen unbeliebt und keiner half ihm. So bekamen wir unsere Anmeldung. Ich bewarb mich dann im Oktober bei der Polizei und hatte Glück. Es wurden gerade Anwärter gesucht. Ich musste eine Aufnahmeprüfung machen, Aufsatz schreiben, ein Diktat und Rechenaufgaben lösen. Ich wurde eingestellt, musste aber noch zum PSO, also ein englischer Offizier. Zusammen mit dem damaligen Polizeioberinspektor Köhler gingen wir zur englischen Dienststelle. Als er im Fahndungsbuch der britischen Armee meinen Namen sah, lächelte er. Er fragte mich, wo ich denn im Krieg eingesetzt gewesen sei, und als ich ihm wahrheitsgemäß antwortete, Angehöriger der 1. Fallschirmdivision gewesen zu sein, meint er, dann waren sie auch in Sizilien. Als ich das bejahte, sagte er nur, dass er auch in Sizilien als Soldat eingesetzt war. Der Polizeioberinspektor Köhler zitterte richtig am ganzen Körper, als er hörte, dass ich im Fahndungsbuch stand. Der PSO-Offizier unterschrieb dann meine Einstellung und meinte, dass seinerseits keine Bedenken erhoben wurden. Nun lächelte sogar der Polizeioberinspekteur. Endlich war der Krieg für mich aus und ich konnte am Aufbau Deutschlands mitwirken. Und bis zur Pension war ich der Polizei treu. Dank all denen, die mir bei der Fallschirmtruppe und später in Italien und Österreich geholfen haben. Sicher hat mich auf allen meinen Wegen ein Schutzengel begleitet, denn ohne den wäre ich wohl nicht mehr am Leben.